Ja, also jetzt ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, das hat Obi ja schon alles gesagt. Ich glaube, das ist ein absolutes Spiel auf Augenhöhe. 50-50, es werden Kleinigkeiten entscheiden. Jede Mannschaft wird versuchen, die andere Mannschaft zu Fehlern zu zwingen, in ihr Spiel zu kommen. Das werden die Französinnen genauso probieren wie wir. Wir bleiben bei uns, wir gucken, ja, wie wir unser Spiel gestalten. Wir haben alles analysiert. Wir wollen in bestimmte Räume wieder reinkommen. Wir wollen aber auch bestimmte Räume schließen, wo der Gegner halt gerne rein möchte. Und natürlich wird es ein bisschen vielleicht auch mal von Spielglück abhängen oder von individuellen Dingen, die dann in einem Spiel passieren können. Aber es ist ein Halbfinale bei der EM gegen einen Gegner, der erstmalig dort ist und sich ganz, ganz viel vorgenommen hat, der für mich von Anfang an mit zu den Turnierfavoriten gehört hat. Wir haben immer gesagt, es sind viele Teams, die, wenn sie in ihre Leistungsfähigkeit kommen, das Turnier gewinnen können. Und vier davon stehen jetzt im Halbfinale. Und von daher, ja, gehen wir es genauso an, wie Obi gesagt hat. Ich kann, glaube ich, eins versprechen. Wir werden morgen, egal wie das Ergebnis dann aussieht, vom Platz gehen und wir werden sagen können, wir haben hier alles gegeben. Und wir wollen aber so viel geben, um natürlich auch dieses Spiel positiv vom Ergebnis her zu bestreiten. Ja, also erstmal ist es ja so, dass wir ein bisschen auch den Gedanken wegkriegen müssen, ob Clara jetzt die einzige Spielerin ist, die positiv einen Test hat oder nicht. Da wir aber ja permanent und regelmäßig testen, haben wir relativ schnell abgefragt, wie der Stand ist. Und wie gesagt, alle sind ja bei uns permanent auch mit diesem Thema ganz sensibel unterwegs. Umso mehr hat es uns ja natürlich irgendwie auch ein Fragezeichen ins Gesicht geworfen, warum das jetzt so ist. Wie geht man dann damit um, indem wir in den Dialog gehen? Wir hatten heute Morgen eh eine Mannschaftsbesprechung und indem wir dann uns einfach vornehmen, dass wir immer gesagt haben, wir können nur die Dinge beeinflussen, die wir beeinflussen können und wir verbrauchen keine Energie bei den Dingen, die wir jetzt nicht beeinflussen können. Und das Erste ist immer, was wir machen, wir geben der Spielerin, die es betrifft, den entsprechenden Support. Ich glaube, alle haben sich sofort bei Clara gemeldet. Alle haben versucht, ihr trotzdem ein gutes Gefühl zu geben, weil für sie ist es die viel schwierigere Situation als für mich als Trainerin, weil ich einfach weiß, dass diese Mannschaft so großartig ist, dass es sie eher noch einen Ticken zusammenschweißen wird. Und wir jetzt nicht darüber nachdenken, was wäre, wenn, sondern einfach sagen, die Situation ist so, die nehmen wir so an. Wir haben Qualität, wir haben Mut morgen und das wollen wir reinbringen. Und deshalb war es so im Dialog, aber auch gleich wieder lösungsorientiert, so wie wir das eigentlich immer machen. Martina. Ja, ich glaube, die Leistung von Alexandra Popp bei diesem Turnier, die spricht einfach für sich. Die spricht eine Sprache, die Alexandra Popp, seitdem sie Fußball spielt, auszeichnet, nämlich immer, immer die Bereitschaft zu haben, an und über die Grenzen zu gehen, alles zu geben. Wir haben uns diesen Plan vor ein paar Monaten zurechtgelegt, dass wir gerne, wenn Alexandra Popp wieder gesund wird, sie eben auch auf dieser Neuner-Position sehen möchten, ohne genau zu wissen, ob wir das alle zusammen hinkriegen. Und das war ein gemeinschaftlicher Prozess, der vor allen Dingen Alex sehr beschäftigt hat, weil sie musste dafür arbeiten, die entsprechende Physis hinzukriegen. Und dann war auch sie ja in der Vorbereitung nicht komplett bei uns. Deshalb gab es nochmal viele individuelle Trainings und Geschichten, um sie eben für diese Position auch vorzubereiten. Und dass sie dann aber trotzdem so schnell ihr Stürmergen, was da in ihr schlummert, wieder zurückfindet, ja, das war für uns einfach schön. Und schön zu sehen als Mannschaft, aber auch unheimlich toll zu sehen, wie Alex eben für diese Momente gearbeitet hat. Und wenn ich mal explizit das 1-0 nehme von Lina Magul gegen Österreich, dann ist das ja eine andere Qualität von Poppy. Also nicht nur das Tor zu erzielen, sondern diesen Instinkt in der Box zu haben, etwas zu tun, was dann zum Torerfolg für das gesamte Team führt und nicht nur für sie selber. Und von daher ist sie ja auch eine unserer ganz wichtigen Führungsspielerinnen. Und wir hoffen natürlich, dass sie diese kleine Serie beibehält. Und warum soll sie nicht auch im fünften Spiel ein fünftes Mal treffen? Würde uns sehr freuen. Ja, also ich kann da nur für mich sprechen. Für mich ist es schon wow, es ist ein Halbfinale, weil die Atmosphäre einfach eine komplett andere ist. Und selbst die Atmosphäre im Viertelfinale war schon eine komplett andere als noch in der Gruppenphase. Aber ich denke, wir haben die Herausforderungen alle angenommen, auch die ganzen jungen Spielerinnen, die reingekommen sind. Also ich glaube, wir stecken das alle ganz gut weg, weil ich glaube, wenn man eins über uns Junge sagen kann, dann ist es, dass wir nur spielen wollen und einfach nur Spaß haben wollen. Und ich glaube, das bringen wir auch ganz gut rein. Deswegen werden wir auch morgen einfach frei aufs Spielen, einfach Spaß haben und dann ja alles reinstecken.
Gestern hatten Sie keinen Spaß. Ja, das haben wir schon gehört. Ja. Keine weiteren Fragen. Ja, das ist auch eine gute Frage. Ja, Sarah Debritz natürlich kennt sich mit den Französinnen aus, hat auch mit uns darüber gesprochen, wie die so ticken. Aber ich glaube, man sieht es extrem, wenn man schon die Spiele geschaut hat, was sie für eine Qualität haben, was sie für einen Kombinationsfußball auch spielen können, wenn sie das wollen. Die Geschwindigkeit auf Außen, die sie haben, ist natürlich auch eine große Waffe von ihnen. Aber Sarah hat auch gesagt, wenn wir da die Zweikämpfe richtig annehmen und robust da sind, ja, dann können wir sie so auch ärgern, weil das mögen sie nicht. Und deswegen nehmen wir uns das natürlich auch vor, die Zweikämpfe zu gewinnen, so wie in jedem anderen Spiel. Und ja, das ist eigentlich alles, was sie mir jetzt auch gesagt hat zu den Französinnen. Das war we'll reset.